Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Janine und es geht heute um meinen Lesemonat August. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das Video könnte ein bisschen länger werden, weil ich habe da unzählige Bücher im wahrsten Sinne des Wortes liegen, die auf euch warten, die neu dazugekommen sind für mich. Oder auch die ich gelesen habe. Ich habe im August 10 Bücher gelesen. Das ist für mich recht viel für meine Verhältnisse. Und es sind auch einige neue Bücher dazugekommen. Also macht es vielleicht wie ich. Ich habe mir eine riesige Tasse Kaffee hierher geholt, damit ich meine Stimme zwischendurch hin und wieder mal ölen kann. Ich werde euch sonst natürlich trotzdem immer die Abschnitte unten als Zeitstempel einfügen, damit ihr sonst auch hin und her springen könnt, wenn euch das ein oder andere Buch vielleicht nicht interessiert oder wenn ihr es in Abschnitten schauen wollt. Und bevor ich es vergesse, das hier ist natürlich eine Dauerwerbesendung, einfach weil ich euch Bücher zeige, die ihr vielleicht auch haben wollen würdet. Da steht das auch nochmal. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und schauen mal, was uns hier gemeinsam erwartet. Also, das erste Buch, was im August dazugekommen ist, ist der denkwürdige Fall des Mr. Poe von Louis Bayard oder Bayard. Ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich einen Film auf Netflix gesehen habe, der den gleichen Titel trägt. Und den fand ich eigentlich ganz gut. Das war so ein bisschen krimimäßig. Es geht um einen Ermittler, der eben eine Mordserie aufklären möchte. Und ihm zu Hilfe ist quasi ein, ja, ich gucke gerade, was er denn eigentlich ist. Steht hier irgendwie nicht so drauf. Ich weiß nicht mehr, was er vom Beruf eigentlich gemacht hat. Auf jeden Fall war das ein Mann, der einen Hang zu Edgar Allan Poe hatte. Und er hat ihm dabei so ein bisschen geholfen. Und ja, den Film fand ich halt ganz cool. Habe dann herausgefunden, dass der auf einem Buch basiert und dachte, hey, ja, das willst du irgendwann mal lesen. Vielleicht jetzt im Herbst. Das bietet sich ja eigentlich immer ganz gut an für Krimis oder auch zur Weihnachtszeit, finde ich, so für mich. Ja, mal schauen. Und dadurch, dass ich ja auch gerne hin und wieder Edgar Allan Poe lese, dachte ich, könnte das was werden. Und der Film war schon mal nicht schlecht. Da hat übrigens der Schauspieler mitgespielt, der Dudley Dursley gespielt hat bei Harry Potter. Und der hat sich unheimlich verändert, der Schauspieler. Das war Buch Nummer 1. Das nächste Buch, beziehungsweise die nächsten Bücher, die dazugekommen sind, sind 100 Seiten Reklamausgaben. Die ein oder andere Ausgabe davon hatte ich schon und ich hatte beim Fantastikfreund gesehen, ich glaube, er hatte da ein extra Video drüber gemacht, dass es da ja richtig viele von gibt, zu allen möglichen Thematiken. Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, was natürlich logisch ist, aber es war mir einfach nicht bewusst. Und das war so ein bisschen der Anstoß, warum ich dachte, ja, holst du dir nochmal ein paar davon? Die hatte ich übrigens alle auch eben das Buch, ich glaube, entweder bei Rebuy oder Medimops bestellt gehabt. Ich weiß es jetzt gerade schon gar nicht mehr. Ich glaube bei Rebuy, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Bücher, die ich mir geholt habe, zu welchen Thematiken? Einmal Gladiatoren. Das sind ja immer so kleine Büchleins, die eben verschiedene Thematiken aufarbeiten, zusammenfassen, wo man Listen, Auflistungen, Werke besprochen findet, die eben zu diesem Thema gehören. Ich hatte ja schon das Buch von Stephen King und von den Gilmore Girls und die hat mir echt gut gefallen und deswegen wollte ich da mehr von lesen. Das ist halt so ein, ja, wie soll ich sagen, wenn man Fan von irgendwas ist oder irgendwas mag, dann kann man sich das zu dem Thema ja anschaffen und gucken, was andere Leute darüber denken, so nach dem Motto. Das nächste Buch war oder ist Superhelden. Dadurch, dass ich auch sehr gerne die ganzen Marvel-Filme, aber auch DC-Filme mag und so, dachte ich, könnte das vielleicht auch was sein und bin da auch mal gespannt, wie dieses Thema aufgearbeitet wird. Außerdem habe ich mir Vampire geholt. Das habe ich auch schon gelesen. Das hatte mir auch gut gefallen.
Hier kommt man von Nosferatu über Bram Stoker. Was war der erste Vampirroman, der geschrieben wurde? Der erste Roman, der veröffentlicht wurde, zumindest den man ja nachweisen und wiederfinden konnte, sozusagen, ist von John Polidori. Das war der Leibarzt von Lord Byron. Der hat den ersten Vampirroman geschrieben, den ich auch im Regal stehen habe und der eigentlich gefühlt auch nur 20 Seiten lang ist, den ich aber immer noch nicht gelesen habe. Und zwar entstand der bei einem Wettbewerb von Mary Shelley, ihrem Ehemann Lord Byron, John Polidori. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer dabei war, ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben die sich in Genf, war das, glaube ich, zusammen eingenistet mit ganz viel Wein und Laudanum und regnerischem Wetter und haben gesagt, komm, wir machen einen Wettbewerb und gucken, wer von uns das beste Buch oder die beste Kurzgeschichte schreiben kann. Von Mary Shelley ist in dem Zusammenhang Frankenstein entstanden und eben John Polidori hat den ersten Vampirroman geschrieben. Das wird hier drin auch so ein bisschen aufgearbeitet. Die Geschichte kannte ich schon, aber das ist ja nicht schlimm. Ich mag die Story, irgendwie die Hintergrundgeschichte dazu. Und hier werden auch verschiedene Filme, Bücher, alles, was mit Vampiren zu tun hat, eben aufgearbeitet. Auch Twilight, welche Vampirbücher soll man gelesen haben, welche Vampirfilme soll man geguckt haben. Fand ich echt gut. Kann man auf jeden Fall mal lesen, so zwischendurch. Ja, das nächste Buch ist Star Wars. Ich mag auch Star Wars, deswegen habe ich mir auch das mal besorgt. Nur das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Mal gucken, was hier alles so mit einfließt. Und dann noch Jane Austen. Das habe ich mir auch geholt, weil ich Jane Austen, also ich sage immer, dass ich Jane Austen total gerne mag, habe aber im Endeffekt bisher nur Stolz und Vorurteil von ihr gelesen. Ich hatte mal Mansfield Park angefangen, aber erstmal wieder abgebrochen. Irgendwie war es, glaube ich, einfach die falsche Zeit oder ich war nicht so in Stimmung dafür. Deswegen gebe das auch nicht weg oder so. Ich werde es irgendwann nochmal versuchen. Weil ich überlege gerade, wie das war. Jemand von euch hatte mir in den Kommentaren geschrieben, dass J.K. Rowling einige ihrer Namen für Harry Potter wohl von Mansfield Park inspiriert wurden. Und das kam auch schon auf den ersten Seiten durch und das fand ich auch ganz spannend. Aber irgendwie konnte mich die Geschichte noch nicht packen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage immer, ich mag Jane Austen total gerne, aber kenne bisher nur Stolz und Vorurteil von ihr. Aber ich habe noch andere Bücher von ihr auf dem Sub, die früher oder später auch irgendwann gelesen werden. Aber dafür finde ich, muss ich immer so ein bisschen in Stimmung sein. Ja, das nächste Buch, das bei mir einziehen durfte, ist ein Geschenk gewesen, und zwar von Rebecca Yarros, Force Wings, Flammen geküsst. Darüber oder über dieses Buch gab es auf TikTok einen riesen Hype. Ich hatte zuerst so ein bisschen auch überlegt, ob ich das lesen möchte oder nicht. Möchte es aber sehr gerne lesen, weil ich Drachen in Büchern total gerne mag und so ist das auch hier der Fall. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich den Orden des Geheimen Baumes gelesen habe und es sehr gerne mochte und was der Klappentext so verrät, ist, dass es wohl hier eine ähnliche Story ist. Also es geht zumindest auch um Drachenreiter. Das ist der erste Band einer Reihe. Ich glaube, der zweite ist jetzt auch kürzlich schon erschienen. Und ja, mal gucken, wann ich das lesen werde. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und bin auch sehr gespannt und habe auch schon wieder Lust auf Drachen. Aber ich habe mir jetzt auch für den Herbst noch was anderes vorgenommen, dazu in einem anderen Video mehr. Ich möchte einige Bücher rereaden, also nochmal lesen. Und deswegen muss ich mal gucken, wann ich hierzu greife. Aber ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. So, ein weiteres Buch, bei dem ich schon länger überlegt hatte, holst du es dir oder holst du es nicht, ist Morgen, Morgen und wieder Morgen.
Ich hatte mir ja eigentlich erhofft, dass das so ein 90er-Jahre-Vibe hat. Es geht um Superspiele. Ich habe hier gerade Super Mario gelesen, deswegen mein Versprecher. Es geht hier um Computerspiele, um Freundschaft, um eine Kindheit, in der Freunde immer zusammen Super Mario gespielt haben und im Erwachsenenalter entwickeln die wohl selber Spiele. Und es geht dann wohl auch noch so um deren Freundschaft, ob die alle irgendwelche Ereignisse überlebt oder eben nicht. Ich hatte jetzt aber eine Rezension dazu gehört, und zwar von Lady of the Books. Und die hat mich so ein bisschen abgeschreckt, aber deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das noch lesen werde. Denn hier geht es wohl um eine Krankheit. Und ich bin halt so, wenn man selber schon eine Krankheit erfahren musste, muss ich darüber nicht noch lesen. So. Und wenn jetzt von euch der eine oder andere dieses Buch gelesen hat, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie doll diese Krankheit dort im Vordergrund steht. Eigentlich, andererseits, lese ich ja gerne manchmal über ja, Krankheiten oder die ersten Versuche in der Medizin. Ich habe ja auch Der Horror der früheren Medizin oder dieses Buch über den Chirurgen gelesen, wie der aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg den ja, Soldaten geholfen hat, wieder ins Leben zu finden, indem er die Gesichter von denen rekonstruiert hat. Aber das finde ich ist irgendwie was anderes, wenn man so über die Entwicklung der Medizin und über irgendwelche alten Methoden was liest, als wenn man so dieses Siechtum und Leiden von einer Krankheit mitbekommt. Und das brauche ich halt nicht so unbedingt. Deswegen, wenn ihr da der gleichen Meinung seid, dass es sehr viel im Vordergrund steht und dass es anders war, als der Klappentext vermutet hat, dann hilft mir bitte gerne, mich zu entscheiden, ob ich dieses Buch noch lesen möchte oder nicht. Und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie sehr diese Krankheiten oder Krankheit, was auch immer, oder diese Schicksalsschläge dort im Vordergrund stehen. Oder ob das vielleicht auch nur so am Rande ist, weil das wäre in Ordnung, aber es muss nicht im Mittelpunkt stehen. Das mag ich nicht. So, ich muss immer auf meinen schlauen Zettel gucken. Das nächste Buch, was ich bekommen habe, welches ich auch schon gelesen habe, ist von Emil Hart, Die Unbändigen. Das ist ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem HarperCollins Verlag, deswegen auch hier nochmal vielen lieben Dank dafür. Und das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Es geht um verschiedene Frauengeschichten, die irgendwie alle ja, ihren eigenen Weg finden mussten, sich durch Widrigkeiten kämpfen mussten, ihr Schicksal selber in die Hand nehmen mussten. Und es hat alles ein bisschen was mit einer Prise Magie und Hexerei zu tun. Und wer mir hier schon länger folgt, weiß, dass ich Hexenbücher total gerne mag und gerne lese. Hauptsache, Hexen kommen drin vor und ich bin glücklich. Und auch so hier. Und das Cover fand ich auch richtig, richtig schön aufgemacht und ich habe es quasi verschlungen. Da ich das Buch allerdings Anfang August gelesen habe und darauf noch ein paar andere Bücher gefolgt sind, muss ich gerade so ein bisschen überlegen. Aber der Klappentext wird mir ein bisschen helfen. Also wir hatten einmal Kate, die 2019 lebt. Das spielt auch zu verschiedenen, ja, Zeitebenen und die haben im Endeffekt auch alle etwas miteinander zu tun. Wieso, weshalb, warum, müsst ihr dann selber lesen, weil ich da versuche auch nicht zu spoilern. Kate hat eine Großtante, die kürzlich gestorben ist, mit der sie eigentlich aber auch nicht viel zu tun hatte und die ihr ein Cottage vererbt hat. Und das kam ihr gerade recht, im Norden Englands übrigens. England mag ich ja auch total gerne, deswegen das passte auch. Und ja, sie hat ist in einer Beziehung gefangen, in dem der Mann sehr gewalttätig ist und sie nicht gut behandelt. Und sie flieht dann eines Nachts in dieses Cottage. Muss dann natürlich erstmal klarkommen mit ihrem Leben, sich dort zurechtfinden und kommt halt auch so ein bisschen währenddessen der Vergangenheit ihrer Familie auf die Spur. Ob sie sich denn endgültig von ihrem Mann bzw. Partner, ich weiß gar nicht mehr, ob sie verheiratet war mit dem, lösen kann, das müsst ihr dann selber lesen. Auf jeden Fall geht ihre Familiengeschichte quasi bis 1619 zurück, die sie Stück für Stück erfährt. Und
Ich will nicht spoilern, deswegen muss ich gerade überlegen. Die zweite Geschichte, die wir hier haben, da geht es um Violet. Die spielt 1942. Da ist es so, dass sie mit ihrem Bruder und ihrem Vater auf so einem großen Anwesen lebt. Und ihre Mutter ist verstorben. Und ja, sie weiß gar nicht, wer war ihre Mutter überhaupt. Warum redet ihr Vater nicht über sie? Sie würde so gerne mehr über sie erfahren, aber das ja, tut sie nicht. Und sie selber ist halt auch keine typische junge Dame, die sich so an die ganzen damaligen Etiketten hält, sage ich mal so, sondern sie war so ein echter Wildfang. Sie war gerne viel draußen, hat Insekten und Käfer gesammelt. Alle Personen hier in diesem Buch haben auch was so ein bisschen, ja, so einen Hang zur Natur, zu Insekten und Käfern. Wieso, weshalb, warum, müsst ihr auch selber lesen. Aber deswegen auch das Cover. Ne, wen Insekten auch interessieren, das könnte auch was für denjenigen sein. Ja, und Violet erfüllt nie die Erwartungen, die ihr Vater an sie hat, weil sie eben ganz andere Interessen hat. Kleine Triggerwarnung zu dem Buch. Hier wird auch Gewalt und auch sexuelle Gewalt an Frauen ausgeübt. Wer sowas nicht lesen kann, dann die Hände davon lassen. Aber das ist jetzt, also ist schon thematisch, aber ich denke, man könnte es zur Not auch überblättern, diese Stellen. Dann haben wir Alta oder Elther, 1619, und sie wurde angeklagt der Hexerei wegen. Was ja damals immer nicht so schwierig war, wegen Hexerei angeklagt zu werden. Man musste nur eine gut ausgebildete Hebamme sein, die sich mit Kräutern und Medizin auskannte. Und schon war es um diese Frau geschehen und auch so um sie. Und sie begleiten wir eben durch ihren Hexenprozess, ob sie den gewinnt oder verliert, müsst ihr auch selber lesen. Wir begleiten Violet, wie sie ihren Lebensweg findet und eben halt auch Kate. Und es hat so Spaß gemacht. Ich finde, es ist halt einerseits so ein typischer Frauenroman mit Frauenpower, Feminismus und nimm dein Leben selbst in die Hand. Aber durch diese ganzen, ja, Hexengeschichten hier drinne wurde das alles nochmal ziemlich aufgelockert. Und ja, ganz zum Schluss gab es so einen Moment, wo ich dachte, das hätte jetzt nicht sein müssen. Deswegen hat das Buch von mir auch in Anführungsstrichen nur 4 Sterne bekommen und nicht 5. Aber auch da konnte ich drüber hinwegsehen. Es ist so ein bisschen leicht abgedreht geworden. Aber ja, eigentlich war es in Ordnung. Aber habe ich nicht mit gerechnet. Also wenn ihr Hexen- und Frauengeschichten mögt oder auch so Familiengeschichten, die dann miteinander so verwoben werden, dann könnte dieses Buch etwas für euch sein. Es springt immer zwischen den Zeilen oder zwischen den Zeiten vielmehr. Aber das hat mich tatsächlich nicht gestört, weil jede Geschichte für sich immer so spannend war und ich sie weiterlesen wollte. Deswegen war das alles gut gemacht. Ja, kann ich euch empfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen. Dabei hatte ich noch gar nicht Geburtstag. Erst Ende August. Naja, ich wurde von meinem Mann mit einem Buch überrascht. Und zwar, wie ihr vielleicht auch wisst oder auch nicht, mag ich die Filme aus dem Ghibli-Studio total gerne. Das Wandelnde Schloss, Chihiros Reise ins Zauberland, Kikis Lieferservice, Prinzessin Mononoke, diese ganzen Sachen. Und da gab es scheinbar ein inoffizielles Handbuch dazu, in dem man einiges um diese Filme erfahren kann. Und zwar die inoffizielle Ghibliothek. Das Buch ist auch echt schön aufgemacht. Wir haben auch viele Zeichnungen und aus den Filmen jeweils hier mit drinne. Und ich denke, das lässt so jedes Ghibli-Studio-Fanherz höher schlagen. Auf jeden Fall richtig, richtig schön aufgemacht. Und da werde ich auch früher oder später mal reinschnuppern, um mehr, ja, über meine Lieblingsfilme zu erfahren. Aber ich habe es noch nicht gelesen. So, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war wieder ein Rezensionsexemplar vom Goldmann Verlag bzw. aus dem Bloggerportal. Hat auch was mit Hexerei zu tun, aber anders, und zwar Everyday Witchcraft, magische Rituale für jeden Tag.
Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ich fand, es sah so schön aus, sah so gut aufgemacht aus. Vom Inhalt her hat es nur 2 Sterne verdient, vom optischen her 5. Deswegen habe ich mich auf 3 Sterne geeinigt, weil es ist wirklich richtig, richtig schön aufgemacht, die ganzen Illustrationen hier drinne. Die haben mir richtig, richtig gut gefallen und auch von den Thematiken her eigentlich sehr interessant, allerdings nicht gut umgesetzt. Ich habe ja schon häufiger Bücher zu dem Thema gelesen. Deswegen konnte ich da halt auch Vergleiche ziehen. Für wen könnte das Buch trotzdem was sein? Für sehr, 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 sehr frische Anfänger auf der Thematik. Das ist ein komischer Satz. Theoretisch verspricht uns der Klappentext etwas über Zaubersprüche, Tarotkarten, Handlesen zu erfahren, über Rituale. Also alles schön und gut, es ist auch nicht so dick. Und ich dachte, naja, dann ist das vielleicht nochmal ein schönes Nachschlagewerk zu den ganzen Thematiken. Habe ich schon andere Bücher, die da sehr ausführlich auch sind, aber nicht so dieses. Dieses Buch ruft mehr dazu auf, recherchiere das alles selber im Internet, wenn du was darüber wissen willst. So nach dem Motto, man kann Tarotkarten legen, man kann auch Rituale und Zaubersprüche machen, aber was die ganzen Symboliken, Kräuter, Karten, was auch immer bedeuten, das müsst ihr selber recherchieren. So kann man sich dieses Buch vorstellen. Das fand ich sehr ernüchternd leider. Obwohl es so schön aussieht, ist der Inhalt recht dünne. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber wenn man sich mal so einen Überblick verschaffen möchte, von wegen, was kann man überhaupt alles so tun, was gibt es so für Möglichkeiten, kann man sich das mal antun, aber wenn man so in die Tiefe gehen möchte und wissen möchte, was bedeutet das alles, wie macht man das alles, dann ist mir hier leider falsch. Ja, fand ich sehr schade, weil es ist wirklich schön, finde ich. Aber nee, war irgendwie nichts leider. Aber wie gesagt, es hat gut gemeinte 3 Sterne bekommen, weil einfach die Optik so viel rausreißen konnte, aber Satz mit X war wohl nix. Ja, das nächste Buch, was ich mir geholt habe, da wurde ich von oder vom Buchling Janine, von der anderen Janine geinfluenzt, und zwar Wenn sie wüsste, ein Thriller von Frieda McFadden. Sie hat es übrigens noch mit grünem Farbschnitt. Ich habe es nicht mehr mit Farbschnitt bekommen, aber ist nicht so schlimm. Aber es gab es das wohl auch in grün. Und es hörte sich ziemlich interessant und spannend an. Und wie ich jetzt letztens festgestellt habe, können einen Thriller schnell wieder aus einer Leseflaute reißen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist wohl so, dass Millie ein neues Leben beginnen möchte, ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte, einen Neuanfang starten möchte und eine Stelle als Hausmädchen in einem Haus anwesend annimmt. Und dort gehen dann wohl merkwürdige Sachen vor sich, beziehungsweise ist es so, dass die Dame des Hauses, nenne ich sie mal, ihr das Leben so ein bisschen schwer macht und man weiß aber nicht warum. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich schon. Also da stelle ich mir auch so einen Thriller drunter vor, den man vielleicht nicht mehr aus der Hand legen kann, weil man die ganze Zeit wissen will, was steckt dahinter, was einen nur so durch die Seiten fliegen lässt, sowas erhoffe ich mir. Und nach ihrer Rezension hörte es sich genau danach an, deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. So. Ah, huch, jetzt habt ihr komische Geräusche wahrscheinlich gehört, aber ich habe gerade das nächste Buch gesehen und das fand ich einfach so gut, deswegen habe ich mich gerade kurz gefreut. Das war nämlich ein Rezensionsexemplar aus dem Vesta Verlag und zwar von Catriona Ward Sundale, Das Haus in der Wüste. Das war so gut, das ist ein neues Lieblingsbuch. Ich liebe die Autorin. Ich habe direkt im Anschluss noch ein weiteres Buch von ihr gelesen und möchte mir demnächst noch ihre anderen Bücher, die in Deutsch erschienen sind, was leider aber nur noch eins ist, noch holen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das andere Buch von ihr, ich gucke gerade, ob ich es auch auf meinem Stapel habe, das kommt ein bisschen später in diesem Video. Eigentlich hätte ich sie gleich direkt nacheinander besprechen können, aber ich muss mich hier an meine Liste halten, sonst komme ich mit den Zeitstempeln nachher beim Bearbeiten des Videos ein bisschen durcheinander.
Aber das hat mir so gut gefallen, das hat 5 Sterne gekriegt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es mir so gut gefällt. Und ja, das Nachwort hat es auch nochmal besser gemacht. Das finde ich sowieso cool von ihr. Auch das hat sie auch in ihrem anderen Buch gemacht, dass sie sich so ein bisschen erklärt, wie sie auf die Story gekommen ist, was sie dazu verleitet hat. Das macht alles nochmal so ein bisschen verständlicher, tiefgründiger und näher irgendwie. Also, worum geht's hier? Die Namen habe ich natürlich schon wieder vergessen, aber ich gucke gerade mal. Rob. Rob ist die Mutter von Kelly. Und sie versteht ihre Tochter nicht so richtig. Sie ist ihr immer ein Rätsel. Sie hat so ein bisschen Angst vor ihr, weil die nämlich ja kleine Tiere sammelt, die Knochen da rausholt und bleicht und Zeichnungen von toten Tieren macht und von Insekten und irgendwie findet sie ihre Tochter merkwürdig. Sie hat noch eine andere Tochter, die jünger ist. Das ist so ihr Lieblingskind, weil das ist quasi ein normales Mädchen sozusagen. Und ja, Kelly allerdings findet ihre Mutter auch ein bisschen merkwürdig und hat auch ein bisschen Angst vor ihrer Mutter. Und da fragt man sich dann so die ganze Zeit, was ist da los? Müssen die jetzt voreinander Angst haben? Möchten sie sich gegenseitig umbringen? Oder lieben sie sich in der Tiefe ihres Herzens doch irgendwie? Das ist so die Geschichte zwischen Mutter und Tochter. Aber es geht hier auch noch um so viel mehr. Es werden hier Sachen aufgedeckt, mit denen hat man nicht gerechnet einfach. Das ist in ihrem anderen Buch auch so. Man denkt, man weiß, was abgeht, aber man weiß es nicht. Nein. Hier waren auch so viele Plot-Twists drin, da kam man fast gar nicht mehr hinterher. Wobei im Hause der Needle Street, das andere Buch, was ich von ihr gelesen habe, beziehungsweise das letzte Haus der Needle Street, da war es noch extremer. Ja, dadurch, dass Rob sich gerne wieder mit ihrer Tochter so ein bisschen annähern möchte, beziehungsweise gab es eine Situation, in der man gedacht hat, dass Kelly ihre kleine Schwester vielleicht töten wollte. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch, man weiß es nicht so genau. Und dann wollte Rob quasi die Kinder voneinander trennen, damit nichts Schlimmeres passiert und ist mit ihr nach Sandale oder Sandial gegangen, das Haus in der Wüste. Das ist so ein Haus, wo sie selber aufgewachsen ist. Rob, man erfährt dann Stück für Stück was aus ihrer Vergangenheit, wie sie aufgewachsen ist in diesem Haus in der Wüste, was wie so eine Farm aufgebaut war, was da alles so vor sich ging und warum sie ihre Tochter da jetzt nun in diese einsame Wüste hinschleppt und was sie da mit ihr vorhat. Was natürlich einen ganz anderen Charakter bekommt, wenn man weiß, dass sich die beiden gar nicht so mögen und Angst voreinander haben und dann gehen sie zusammen alleine in die Wüste. Das war so spannend. Ja, und hier wird dann auch noch eine, als man so ein bisschen über die Vergangenheit der Mutter etwas erfährt, so eine andere Thematik aufgegriffen, über die ich aber nicht so viel erzählen kann, damit ich euch nicht spoilere. Aber um es so grob anzureißen, es gab in den 60er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Experiment. Und dieses Experiment wird hier drin auch aufgegriffen. Und wenn man weiß, dass es das gab, finde ich das immer noch mal viel spannender und interessanter. Als dieses Experiment hier zur Sprache kam, habe ich sie nämlich direkt gegoogelt und sie geht in ihrem Nachwort auch nochmal drauf ein und da weiß man, aha, ja, das war wirklich so und das fand ich echt spannend. Die Autorin strickt dieses Experiment noch ein bisschen weiter. Ja, aber viel mehr kann ich leider dazu nicht sagen, weil ich ja nicht spoilern will, aber es hat so einen Spaß gemacht zu lesen. Man hat so diesen okkulten Unterton der Tochter mit ihren kleinen Knochen und toten Tieren, was sie sammelt und sie hat sich immer für gruselige Sachen und für Serienmörder auch interessiert. Und Rob findet das irgendwie alles so merkwürdig, wobei die auch nicht so ohne war. Aber das erfährt man halt alles Stück für Stück. Und es hat auch so einen Science-Fiction-Charakter zeitweise aufgrund dieses Experimentes. Und man hat so ein, ja, es gab da so wie so eine Kommune, ich habe so dieses
Charles Manson-Feeling irgendwie so ein bisschen auch mit drin gehabt, ganz, ganz leicht, aber nur. Aber es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und so, dass ich halt gleich noch ein Buch von ihr lesen wollte. Und sie schreibt so spannend, packend und fließend und hat so viele Wendungen hier drinne. Da muss man erstmal irgendwie drauf kommen. Und das fand ich schon echt richtig gut gemacht. Deswegen, ich würde sie auch als eine neue Lieblingsautorin betiteln, weil das einfach so gut war. Ich weiß auch nicht genau, welches Buch ich von beiden besser fand, weil die beide 5 Sterne bekommen haben, aber jedes so auf seine Weise. Das andere war noch heftiger von dem Plot-Twist, dass man da wirklich nicht hintergekommen ist, was da alles hintersteckte. Und das hier war, glaube ich, noch so ein bisschen skurriler und stimmungsvoller. Ja, aber beide richtig gut. Zu dem anderen kommen wir gleich. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ein drittes Buch ist auch noch im Vesta Verlag von ihr erschienen, wo ich zuerst dachte, das will ich nicht lesen, weil sich das ein bisschen komisch anhört. Aber jetzt, wo ich das gelesen habe und die Autorin kenne, ja, das will ich mir auch noch holen. So, das nächste Buch, was ich mir geholt habe, aber noch nicht gelesen habe, ist Das Kloster des geheimen Baumes Teil 2. Das ist ja die Vorgeschichte von der Orden des geheimen Baumes. Da hatte ich im letzten Monat den ersten Teil hier von mir zugelegt. Die hatte ich schon vorbestellt. Und jetzt in diesem Monat ist eben der zweite Band eingetrudelt. Hier kann ich noch nichts zu sagen, weil ich es halt noch nicht gelesen habe. Ich kann euch nur sagen, dass der Orden des geheimen Baumes mir richtig gut gefallen hatte, denn da gibt's auch, ging es um Drachenreiter, Piraten, Alchemisten, alles, was das Fantasy-Herz begehrt. Und es war richtig gut geschrieben und bestand aus 2 Teilen. Und die Vorgeschichte besteht jetzt halt auch aus 2 Teilen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, muss ich auch schon wieder grinsen. Das nächste Buch, was bei mir einziehen durfte, wie sollte es anders sein? Eine Neuerscheinung, die im August endlich rauskam, wo ich schon so lange darauf gewartet hatte. Die Frankenstein-Schmuckausgabe. Die ist genau so schön aufgemacht wie die Dracula-Schmuckausgabe. Ich denke, zur Geschichte muss ich gar nicht so viel sagen. Ich hatte Frankenstein vor, ich weiß es gar nicht, 10, 12, 15 Jahren mal gelesen. Na, eher 10, 12 Jahre. Und ich mochte die Geschichte richtig, richtig gerne. Sie hat mir so gut gefallen. Und ich möchte das jetzt auch im Herbst nochmal lesen in dieser unheimlich schön aufgemachten Ausgabe. Hier gibt es halt eine Menge immer zu entdecken. Es ist illustriert. Wir haben hier kleine Briefe drinne, Kinoplakate. Hier gerade mal gucken. Mal ist die Schrift blau, mal ist sie schwarz, viele Illustrationen. Also es ist richtig, richtig schön aufgemacht und das hat auf jeden Fall es verdient, nochmal gelesen zu werden. Denn das ist sowieso mein Projekt im Herbst, dass ich einige Bücher nochmal lesen möchte. Welche das sind, kommt dann in einem separaten Video. Also da war ich direkt schockverliebt. Das ist so schön von der Aufmachung und da freue ich mich schon sehr drauf. Ist nochmal zu genießen. Ja, dann gibt es im September ein anderes Projekt. Und zwar habe ich mich einer Leserunde quasi angeschlossen, die Mitte, Ende September startet. Und zwar hat die liebe Jenny von Letters und Life mich gefragt, ob ich nicht mit ihr ein Buch zusammen lesen möchte. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Eigentlich ist es nichts, was ich aktuell lese. Um mal von vorne anzufangen, dieses Buch ist, glaube ich, 2013 oder so erschienen. Ich kann auch gerade noch mal nachgucken. Und es wurde jetzt noch mal neu aufgelegt. Und das ist ein Buch, was die liebe Jenny in ihrer Jugend gelesen hatte und was sie total gerne mochte. 2007. Okay, knapp daneben. Und sie wollte es jetzt halt auch gerne noch mal lesen. Und es geht um die Vampire Academy und an sich mag ich ja Vampire, total gerne Vampirgeschichten, aber ich habe ja früher auch Twilight gelesen. Ja, deswegen für mich ist das so ein kleines Experiment, weil das jetzt eigentlich kein Buch gewesen wäre, wonach ich
begriffen hätte. Aber ich denke mal, so in der Leserunde, da machen auch noch andere mit, könnte das ganz interessant sein. Und es ist auch eine Reihe, die hat 6 oder 7 Bände. Und ja, mal schauen, wie mir das gefallen wird. Es geht halt um eine Vampirakademie, um Vampire und Halbvampire. Und ja, ich werde dazu mehr berichten können, wenn ich es auf jeden Fall gelesen habe. Und bin mal gespannt. Da könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, ob einer von euch das auch schon gelesen hat, weil das gibt es ja schon ein bisschen länger. Ist jetzt nur noch mal neu aufgemacht. Übrigens auch sehr schön aufgemacht. Wir haben hier auch noch mal innen drinne eine Illustration. Ja, ich hoffe nur, dass da die Liebesgeschichte nicht allzu weit im Vordergrund steht. Allerdings, wenn es gut gemacht ist, ist das auch okay. Es ist ja auch nicht so dick eigentlich, knapp 300 Seiten. Ich bin mal gespannt. Ich hatte auch schon den ersten Satz gelesen und fand es jetzt, also es ist auch so beschrieben, dass ich schon weiterlesen würde. Und ja, bin schon sehr gespannt. Ich habe keine Erwartung, hoffe aber positiv überrascht zu werden, sodass ich die anderen Bände dann auch noch lesen möchte. Mal gucken. So, das nächste Buch. Jetzt muss ich hier nochmal auf meine Liste gucken. Ist theoretisch ein Rezensionsexemplar, aber dieses noch nicht. Das habe ich jetzt nämlich dummerweise doppelt. Oder ich werde es doppelt haben. Naja, um nicht lange um den heißen Brei zu reden, das Porzellanhaus von Laura Purcell. Da sind ihre anderen 3 Bücher, die ich alle 3 durchweg gerne gelesen habe. Das Korsett fand ich am besten. Die stillen Gefährten war auch eine nette Gruselgeschichte. Schattenriss war auch cool. Ja, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ein weiteres Buch von der Autorin erschienen ist mit Farbschnitt. Das ist so richtig schön aufgemacht. Das ist jetzt die Variante, die ich ja vorbestellt hatte, die schon eingetrudelt ist. Aber ich habe es jetzt dann doch auch als Rezensionsexemplar zugesandt bekommen. Deswegen habe ich zweimal, aber ich habe schon Abnehmer gefunden. Und ja. Aber das ist nicht, gar nicht schlimm. So kann ich es euch jetzt auch schon mal zeigen, weil das vorbestellte Buch jetzt auch schon früher ankam als das Rezensionsexemplar. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich kann euch ja mal den Klappentext vorlesen. Also, sie schreibt ja immer viktorianische Thriller. Die Schwindsucht raubte Dr. Pinecroft mehrere Kinder und die Frau, nur seine Tochter Louise, ist ihm geblieben. Erfüllt von Trauer zieht er mit ihr in ein weitläufiges Anwesen am Meer, das einsam über den Klippen von Cornwall steht. Aber Dr. Pinecroft hat Pläne. Überzeugt, dass eine Heilung möglich ist, lässt der Arzt einige an Schwindsucht leidende Gefangene in die Höhlen unter Morvornhaus bringen. Entschuldigung. Was dort geschieht, hat Folgen, die über die Jahrzehnte hinweg nachhallen. 40 Jahre später trifft Hester Wye ein, um die inzwischen teilweise gelähmte und stumme Miss Louise zu pflegen. Doch in ihrem neuen Zuhause lauert das Unheil. Ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Das hört sich so an, als ob dann da in irgendwelchen Katakomben so gruselige Gestalten dann lauern und wohnen, die sich dort irgendwie entwickelt haben. Mal gucken, ich bin schon sehr gespannt drauf. Es ist bei ihr immer so ein bisschen unterschiedlich, dass die stillen Gefährten, das war ja erst ein bisschen gruselig. Das Korsett war teilweise auch echt brutal und deswegen mal gucken, was hier für eine Geschichte entstanden ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und werde natürlich berichten. Ja, ich hatte gestern Geburtstag und naja, wenn ihr es seht, nicht gestern, vor ein paar Tagen dann vielmehr und habe auch schon ein paar Buchgeschenke bekommen. Und ich bin schon wieder überbelichtet. Egal. Ich kann es nicht so gut tragen, es ist ganz schön schwer. Und zwar hatte ich mir gewünscht und es auch bekommen, die Jubiläumsgesamtausgabe von Harry Potter. Ich kriege das kaum hoch. Es ist so schwer. Da sind alle 7 Bände in einem Buch. Das hat, glaube ich, 3000 Seiten. 3400. Und die Seiten sind unheimlich dünn.
Aber ich habe mir vorgenommen, es ist auch so schön einfach. Ich hoffe, ihr könnt das sehen mit dieser Goldprägung und auch diesen lila Verlauf mag ich sehr gerne. Und wir haben auch in den Ecken kleine Symbole. Ich muss mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Hier oben haben wir so kleine Schachfiguren, die haben wir im ersten Band und in jedem Band haben wir andere Symbole oben. Und ich habe es gestern oder für euch vor ein paar Tagen schon angefangen zu lesen, denn ich möchte auch Harry Potter nochmal rereaden. Ich habe mir ja die letzten Jahre immer die Hörbücher nochmal angehört, aber da ich mir ja vorgenommen habe, mehrere Bücher nochmal zu lesen, ist Harry Potter dabei natürlich auch ganz oben und ich habe es mir vorgenommen, auch in dieser unheimlich schweren Ausgabe zu lesen. Und es ist auch echt groß. Ich kann ja mal ein Buch daneben halten. Dann seht ihr auch nochmal so die Verhältnisse und es ist so, so schön einfach. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich freue mich auch, nochmal ein weiteres Mal in die Geschichte einzutauchen. Und ich hatte gestern ja angefangen zu lesen. Ich bin jetzt aber auch erst auf Seite 37, wenn ich noch ein anderes Buch beenden wollte. Ich habe nochmal reingelesen. Und ich finde, wenn man das jetzt nochmal so liest, merkt man schon so gefühlt, wie J.K. Rowling schreibt, dass sie schon am Anfang der Geschichte genau wusste, wohin sie will, was dort alles passieren soll, weil da immer so schon, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber es ist einfach so, dass man das merkt und wie gut das einfach gemacht ist. Und Harry Potter ist ja sowieso mein absolutes Lieblingsbuch. Nichts kommt darüber. Zumindest nur schwerlich und ja, freue ich mich sehr, darin wieder eintauchen zu können. Ja, dadurch, dass ich mir auch vorgenommen habe, mehrere Bücher nochmal lesen zu wollen, denke ich, dass ich dann auch mal versuchen möchte, zeitgleich mehrere Bücher zu lesen. Eigentlich lese ich auch gerade noch Moby Dick. Das heißt, aktuell habe ich schon quasi mehrere Bücher, die gelesen werden. Aber normalerweise lese ich immer erst nur ein Buch und dann das nächste und dann das nächste. Und da ich aber auch ja neue Bücher lesen möchte und nicht nur Bücher, die ich schon gelesen habe, naja, mal gucken, muss ich mir noch überlegen. Ja, holt ihr euch auch die Ausgabe oder lasst ihr euch sie schenken? Muss ich euch nochmal zeigen. Ist einfach so schön. Aber die wiegt bestimmt 3 Kilo oder so, ich kann es nicht sagen. Die ist sehr, sehr schwer. Deswegen ist es auch nicht einfach, die zu lesen, weil sie einfach so schwer ist. Das geht auch nur mit einem Lesekissen, was man dann drunter ja, als Unterlage hat. So, dann habe ich noch ein weiteres Geburtstagsgeschenk bekommen und zwar im Netz des Dämons. Das ist der zweite Band einer Reihe. Den ersten Band habe ich noch nicht gelesen, aber ich finde, es klang schon sehr vielversprechend, ein Fantasy-Roman. Und ich bin ja meistens auch so, hier hinten klebt ein Aufkleber noch drauf, den muss ich jetzt erstmal kurz abmachen. Wenn ich weiß, dass es eine Reihe ist, lese ich lieber den ersten Band, wenn ich den zweiten schon habe. Deswegen steht dem jetzt nichts mehr im Weg und ich kann den ersten Band demnächst mal lesen. Und ja, das ist der zweite Band. Ich weiß gar nicht, ob es 2 oder 3 Bände hiervon gibt. Müsste ich noch mal gucken. Auf jeden Fall ist das der zweite. So, dann habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen und zwar von Stuart O. Onan, Halloween. So sieht das aus. Mal gucken, ob ich es direkt an Halloween lese, weil ich habe noch ein anderes Buch, das heißt auch Halloween von Ray Bradbury. Mal gucken, für welches Buch ich mich entscheide. Ja, Halloween, Tag der lebenden Leichen. Die Geister dreier toter Teenager kehren aus dem Zwischenreich zurück nach Connecticut. Vor einem Jahr sind sie hier bei einem Unfall auf dem Highway gestorben. Nun sehen sie nach den Freunden, die überlebten. Kyle, entstellt und debil, und Tim unverletzt, aber innerlich längst tot. Sie merken, dass Tim etwas Schreckliches vorhat. Ein Meister des Psychothrillers. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf und freue mich drauf. Und ich denke, dass man das auch schnell gelesen hat, weil es ja auch nicht so dick ist.
Ja, dann kommen wir zu den Büchern jetzt nochmal separat, die ich schon gelesen habe. Den einen oder anderen Neuzugang habe ich ja auch schon gelesen gehabt, aber jetzt kommen die Bücher, die ich ja gelesen habe. Ich sehe gerade, dass ich zwei Stephen King Bücher gelesen habe und na, da kommen wir später zu. So, und zwar habe ich gelesen Später von Stephen King. Das hat Spaß gemacht zu lesen. Das ist mal was Nettes, so viel zwischendurch. Hier geht es um einen Jungen, der tote Menschen sieht. Und es hat mich so ein bisschen an The Sixth Sense, ich musste gerade überlegen, erinnert. Das nimmt er selber auch einmal hops hier in diesem Buch. Ja, er sieht tote Menschen. Das wird dem Jungen teilweise so ein bisschen zum Verhängnis, weil der ein oder andere Mensch dann zu ihm kommt und gerne mit jemandem sprechen möchte. Er lebt alleine mit seiner Mutter und die Mutter arbeitet in einem Verlag und ja, da läuft es mal mehr, mal weniger gut. Problem ist dann, dass der aktuelle Autor, dessen Bücher gut verkauft werden, stirbt und sein letztes Buch einer Reihe nicht beendet wurde. Gut, dass ihr Sohn dann mit Toten sprechen kann, um vielleicht dieses Werk zu vollenden. Es ist aber dann doch sehr thrillermäßig. Es geht dann noch um eine Entführung. Also nimmt dann so eine leicht andere Wendung, als ich am Anfang dachte. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen und kann es empfehlen. Ich glaube, 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Ist mal was Nettes für zwischendurch und halt so ein bisschen übernatürlich, dadurch, dass der Junge Geister sieht. Und ich überlege gerade, ja, es wird auch ein bisschen gruselig. Sagt er selber immer, dass das noch eine Horrorstory wird, weil er nicht nur gute Geister sieht. Das fiel mir gerade noch ein. So, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war von Catriona Ward, meiner neuen Lieblingsautorin, Das letzte Haus in der Needless Street. Und das war auch so, so gut. Nur leider kann ich dazu gar nicht so viel erzählen, weil es hier so viele Plot-Twists gibt. Deswegen, was hier hinten drauf steht, das stimmt einfach. Du glaubst, du weißt, was im letzten Haus in der Needless Street passiert? Tja, du liegst auf jeden Fall falsch. Das ist auch so. Und was ich auch gut fand, war hier auch nochmal das Nachwort, weil man dann erfahren hat, wie es dazu gekommen ist, zu diesen ganzen Plot-Twists. Hier wird auch eine Thematik aufgegriffen, die ich noch nicht mal erzählen kann, die ich so cool fand. Aber wenn ich euch das jetzt erzähle, dann spoilere ich euch, weil man das erst spät erfährt. Aber prinzipiell geht es hier um ein Thema, was ich nicht sagen darf. Ich kann vielleicht anreißen um ein psychologisches Thema, aber es ist so schwierig, hierüber zu reden. Naja, Grundstory ist, dass Lulu, die kleine Schwester von Dee, vor vielen Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Und als Dee dann erwachsen ist, zieht sie in das letzte Haus der Needless Street gegenüber, wo sie vermutet, dass der Mörder oder Entführer ihrer Schwester dort wohnt und beobachtet den. Ist ja auch so ein Film, ne, wo da die ganze Zeit der Nachbar beobachtet wird. Ja, aber das ist eigentlich nur so am Rande. Es geht auch gar nicht so viel um die, die wissen möchte, was ist mit ihrer Schwester passiert ist. Es geht viel mehr um Ted. Und Ted ist der Mann, der in ihrem Fokus steht. Wir lernen Ted kennen, wie er lebt, was ihn ausmacht, was er in seiner Freizeit so tut, ob er kriminell ist oder nicht, ob er kleine Kinder entführt oder nicht. Ich könnte hier bestimmt 1 Stunde ein Video drüber machen und erzählen, aber schade eigentlich, ne, dass man immer nicht spoilern darf. Bei dem würde ich es echt gerne machen. Mache ich aber nicht, keine Sorge. Ja. Und Ted ist halt so ein sehr einzelgängerischer Typ. Wenn man ihn sieht, dann wechselt man die Straßenseite. Er ist nicht so der gepflegteste Mensch. Er ist sehr groß. Ja, und eigentlich geht es in diesem Buch die ganze Zeit um Ted und sein Leben und was er so tut und was da so hintersteckt.
Und es ist so gut geschrieben. Sie schmeißt einem immer so kleine Bröckchen hin, wo man denkt, was geht denn da jetzt ab? Wo man aber nicht weiß, was dahinter steckt. Und dann kriegt man wieder ein Bröckchen und denkt, es geht jetzt in eine Richtung, um dann wieder ein Bröckchen zu kriegen, indem man wieder in die andere Richtung fahren muss, um wieder eins zu kriegen, wo es wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und das war echt krass gemacht, auch nachvollziehbar, mehr oder weniger logisch in Anführungsstrichen. Am Ende gibt es auf jeden Fall die Erklärung in ihrem Nachwort, was aber gar nicht unbedingt nötig ist, um das Buch zu verstehen, aber man hat es dann doch noch so ein bisschen verständigter, verständiger. Also man versteht es dann noch ein bisschen besser, obwohl man es auch ohne verstanden hätte. Richtig, richtig gut gemacht einfach. Und ja, ich freue mich schon, mir das andere Buch von ihr zu holen. Man könnte da echt so viel drüber erzählen, welche Thematiken hier so aufgegriffen werden. Das Cover könnte vielleicht auch ein bisschen was verraten. Wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir mal, wie ihr das fandet, ob ihr das auch so gut fandet, aber ohne zu spoilern für die anderen. Da würde ich mich gerne drüber austauschen. War richtig, 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 richtig gut. Wie schon gesagt, meine neue Lieblingsautorin oder eine von ihnen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Buch, was ich gelesen habe. Ein ganz schöner Schinken eigentlich. Wobei, naja, was heißt Schinken? 570 Seiten ungefähr. Das Grubenbuch. Es hat gut angefangen. Ich dachte, ich krieg sowas in Richtung S oder Boys Life. Coming of Age. Sommergeschichte mit Kindern, wo komische Sachen nebenher passieren, die es aufzudecken gibt. War auch so die Hälfte des Buches ungefähr, zumindest so das erste Drittel. Also es war jetzt kein schlechtes Buch. Und den ersten Teil fand ich auch richtig, richtig gut, aber es hat dann leider, es ist in eine Richtung gegangen, die mir nicht gefallen hat. Das war mir dann zu abgedreht. Stichwort Paralleluniversen. Das war dann irgendwie, ja. Es geht hier um einen Jungen, der so ein bisschen sehr feinfühlig ist. Ihm geht immer alles sehr nah. Er findet Kontakt mit Menschen anstrengend, weil er immer den Schmerz auch von den Leuten spüren kann und das immer sehr, ihm das sehr nahe geht. Er sich dadurch schlecht fühlt und dann kommt es ihm aber zugute, dass seine Eltern ein bisschen ländlich in eine ländlichere Gegend ziehen wollen, weil dort sind halt nicht so viele Menschen. Das heißt, er kann sich da so ein bisschen erholen, weil er nicht mit so vielen Menschen dann zu tun hat, dessen Schmerz er immer fühlt. Und es geht auch so ein bisschen um seine Eltern, um seinen Vater, der selber einen sehr gewalttätigen Vater hatte. Da erfahren wir auch so ein bisschen was über seine Kindheit, was es damit auf sich hat. Und es geht halt um den Jungen selbst, wie er sich dort eben einlebt und Freundschaft zu einem etwas merkwürdigen Jungen aufbaut. Wenn ich so zurücküberlege, ist es eigentlich ganz interessant gemacht gewesen, wer dieser Junge ist. Aber ich fand es dann doch ein bisschen leider zu abgedreht. 3 Sterne hat das Buch von mir bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Es hat auch so ein bisschen was mit Magie zu tun. Wo ich hier über die Magie nachdenke, denke ich wieder, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Und wie gesagt, am Ende so mit Paralleluniversen fand ich ein bisschen zu abgedreht. Aber war jetzt nicht komplett schlecht, nur so die ersten 300 Seiten, sage ich mal, dachte ich, oh, das könnte so sein wie Boys Life oder S, so in der Richtung, aber war es dann leider nicht. Wenn ihr aber keine Probleme habt, wenn Geschichten ein bisschen abgedrehter werden, dann könnte das was sein, weil eigentlich so diese okkulte Unterstimmung und dieses etwas Gruselige mit der Vergangenheit des Vaters, mit diesem gewalttätigen Vater quasi, aber ja. Ich fand es leider nur so mittelgut. Der Anfang war gut, aber dann hat es abgenommen. So, dann habe ich endlich eine Reihe weitergelesen, und zwar den zweiten Band der Nevernight-Reihe.
Hat mir auch richtig gut gefallen, hat auch 4 Sterne bekommen. Eigentlich, wenn ich jetzt überlege, war das ein recht positiver Lesemonat. Ja, hier geht es ja um Mia, die zu einer Assassin ausgebildet wurde und ihre Eltern rächen möchte, weil die eben umgebracht wurden. Und in dem ersten Teil war sie in so einer Art Akademie, Schrägstrich Schule, wo sie dann noch weiter ausgebildet wurde. Und im zweiten Band, wenn ihr den ersten noch nicht gelesen habt und es vorhabt, dann spult jetzt vielleicht ein bisschen vor, wobei ich glaube, dass das so auch für sich nicht viel aus dem ersten irgendwie spoilert, weil es immer noch darum geht, dass sie ihre Eltern rächen möchte. Nur hier haben wir ein Setting von, ja, Gladiatoren. Dort lässt sie sich quasi einschmuggeln, um da eben an jemanden ranzukommen, den sie töten möchte. Und wird diesmal nochmal als Gladiatorin ausgebildet. Und es geht um Menschenhandel, Sklaverei, Gladiatoren. Das Setting hat mir echt gut gefallen. Es hat auch Spaß gemacht zu lesen, weil sie halt auch so ein cooler, Badass-Charakter ist. Das mochte ich sehr. Und ja, kann es euch auch empfehlen. Mal gucken, wann ich den dritten Band weiterlese. Was ich manchmal immer nur so ein bisschen schwierig finde, Jack Christoph macht das immer gern, dass er Fußnoten mit einbindet, die manchmal auch ganz schön lang sind und klein geschrieben sind, was einen, finde ich, manchmal aus der oder aus die Geschichte wieder rausreißt. Ich bin da nicht so ein Freund von ewigen Fußnoten, aber das hat er im ersten Teil schon gemacht. Bei Das Reich der Vampire hat das auch gemacht. Manchmal sind die auch so ganz lustig, weil da so ein bisschen auch der sarkastische Humor des Autors durchkommt. Aber mich reißt es immer so ein bisschen raus. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht zu lesen. Es ist halt immer sehr blutig, ja, actionreich, kämpferisch. Aber habe ich gerne gelesen. So, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich meine Bücher hinstapeln soll. Aber wir haben es bald geschafft. Nehmen wir erstmal dieses hier. Und zwar auch ein Buch aus dem Vesta Verlag von Kate Alice Marshall, die auch Der Geist von Lucy Gallows geschrieben hat. Und zwar Ich lebe noch. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Das ist so ein Survival-Buch, wo ein Mädchen bzw. eine 16-Jährige alleine in Kanada ist und sich durch die Wildnis schlagen muss und gucken muss, dass sie irgendwie überlebt und nicht verhungert. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht zu lesen. Das war wirklich gut gemacht. Es ist so, dass sie eigentlich bei ihrer Mutter lebt, aber ein Autounfall passiert, ihre Mutter ist tot und dann kommt sie nach ihrem Vater oder zu ihrem Vater, der eben in Kanada lebt. Und ja, leider stirbt er auch und deshalb muss sie sich da alleine durchschlagen. Man erfährt immer Stück für Stück, warum der Vater gestorben ist, was da passiert ist. Es gibt zwei Zeitebenen, die eine heißt davor, die andere heißt danach und so springt man immer hin und her. Ist aber nicht störend in diesem Buch und erfährt halt, was mit dem Vater dann passiert ist, warum der tot ist. Das weiß man schon sehr weit am Anfang, dass sie da alleine in der Wildnis ist. Nur es wird halt Stück für Stück aufgeblättert, was eben da passiert ist. Es hat keine 5 Sterne bekommen, weil dadurch, dass sie mit ihrer Mutter einen Autounfall hatte, hatte sie noch diverse Verletzungen. Und ich fand sie ein bisschen sehr wehleidig, bestimmt gerechtfertigt und so, aber das hat mich immer so ein bisschen auch wieder aus der Situation rausgerissen, als sie andauernd über ihre Verletzung gesprochen hat. Ich finde, das ist so ein Punkt gewesen, den hätte man weglassen können, aber gut, wahrscheinlich sollte es einfach noch schwieriger und für die Protagonistin sein, sich da in der Wildnis durchzukämpfen, weil es ist ja nicht nur schlimm genug, wenn man da in Kanada irgendwo in der Wildnis überleben muss, sondern wenn man auch noch verletzt ist und sich nicht so bewegen kann, wie man eigentlich möchte. Das erschwert das Ganze natürlich auch noch und macht das Ganze noch mal extremer. Aber sie kam mir ein bisschen wehleidig vor, deswegen ein Punkt Abzug. Und es war teilweise, sind so Sachen passiert, wo ich auch dachte, na gut, ist zwar spannend und so, aber sie musste echt jeden, also ist quasi echt in jede, ja, in jedes Fettnäpfchen getreten, wo sie nur reintreten konnte.
ist in irgendwelche Gefahren gekommen. Sie hat quasi alles mitgenommen, was passieren kann, und hatte immer sehr viel Pech. Und das fand ich auch so ein bisschen übertrieben viel eigentlich, weil es ist ja eigentlich schon schwierig genug, da zu überleben, aber es wurde ihr so richtig schwer gemacht einfach. Ja, ich denke, wer von Stephen King das Mädchen gelesen hatte, den könnte das ja auch gefallen. Es hat auch Spaß gemacht, wie schon gesagt, zu lesen. Und ich kann es empfehlen. Und ich überlege gerade, ob wir verschiedene Jahreszeiten haben. Es ist, glaube ich, so Herbst, Winter so in dem Dreh. Und ja, kann man auf jeden Fall mal lesen. Hat mir, glaube ich, ja, weder besser noch schlechter als Lucy Gallows gefallen, kann man gar nicht so sagen, weil es ja ganz unterschiedliche Geschichten waren. Das andere war eine Geistergeschichte, das war hier so ein Survival-Ding. Ja, fand ich gut, mit kleinem Kritikpunkt. Ja, das letzte Buch, das ich gelesen habe, das ist dann auch das letzte Buch für heute, dann haben wir es geschafft. Von Stephen King, Joyland. Das fand ich richtig gut. Hat auch 4 Sterne bekommen. Ich überlege gerade, warum es einen Punkt Abzug bekommen hat. Ich glaube, das Ende war mir ein bisschen zu actionreich, ein bisschen zu thrilly. Ich kann heute nicht sprechen. Ein bisschen zu thrillermäßig irgendwie. Joyland ist ein Freizeitpark und ich mag Settings, die in einem Freizeitpark spielen oder in einem Zirkus oder in einer Psychiatrie oder in London. Das sind so Sachen, wo ich gleich weiß, das mag ich. Und es ist tatsächlich so, man liest so das Buch und denkt so, wann passiert denn jetzt hier was? Weil in bekannter Stephen King-Manier nimmt er sich wieder sehr viel Zeit, obwohl das Buch recht dünn ist, die Charaktere vorzustellen, den Ort, wo es spielt, wie sich der Junge da einlebt, denn es geht um, wie hieß er denn? Devin. Es geht um Devin. Der studiert eigentlich, muss sich nebenher Geld verdienen und ja, arbeitet dann im Joyland Freizeitpark und muss dann dort die Attraktionen mit instand halten, das Fell tragen, so wird es dort immer genannt, sprich in Kostüme klettern und die Kinder bespaßen. Er findet das ein bisschen merkwürdig, dass er so große Gerätschaften steuern muss, obwohl er dafür keine Ausbildung hat. Aber ich glaube, das ist so in Amerika, da gibt es ja auch nicht wirklich irgendwie TÜV oder so, wo die Geräte oder die Attraktionen instand gehalten werden müssen. Da kann das irgendwie gefühlt jeder bedienen. Und ja, es geht halt darum, wie er sich dort einlebt. Es gibt da auch eine Wahrsagerin, wo man halt überlegt, ist sie ein Scharlatan oder stimmt das, was sie immer so vorherseht? Und ja, so, ich sag mal, 2 Drittel geht es wirklich nur darum, wie findet er sich dort zurecht? Was passiert in diesem Freizeitpark? Was macht er da so für Arbeiten? Dann hat er da noch eine Verflossene, über die er viel nachdenkt. Und das hat mir schon extrem Spaß gemacht, das so zu lesen. Aber ich war die ganze Zeit so, naja, mal gucken. Er hat es ja manchmal nicht so mit den Enden, wie die Geschichte so ihren Lauf nimmt und wie das Buch endet. Das ist ja immer so eine Sache bei Stephen King. Aber alles in allem war das gut. Oder alles in einem war das gut. Alles in allem. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und es gibt in diesem Freizeitpark eine Geisterbahn, wo ein Mörder sein Unwesen getrieben haben soll und einen Fahrgast eben getötet hat. Und dieser Geist von diesem Opfer schwirrt da halt noch so rum. Und das fand ich halt auch sehr cool, weil das halt nochmal so eine spooky, gruselige Atmosphäre geschaffen hat, wenn es um diese Geisterbahn ging. Und eben ein Mörder mit ins Spiel gekommen ist, den man noch nicht gefasst hat, der hier vielleicht wieder auftaucht. Dann kam noch ein Junge ins Spiel, der so ein bisschen gefühlt das Shining hatte, aber es wird jetzt nicht so betitelt, aber ich glaube, dass das so in die Richtung gehen sollte. Und ja, das Ende verrate ich euch natürlich nicht, aber wenn ihr auch so, ja, magt, Settings mögt, dann könnte das auch was für euch sein. Und das kann man auch schnell mal lesen, das hat 350 Seiten, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und kann ich euch sehr empfehlen. So. Na, hat ja jetzt doch nur eine Stunde gedauert. Ja, aktuell höre ich noch ein Hörbuch. Und zwar S von
von Stephen King. Das habe ich ja schon gelesen gehabt vor ein paar Jahren. Das ist ja eins meiner Lieblingsbücher von Stephen King. Und jetzt höre ich es auch nochmal. Und das wird natürlich wieder von David Nathan gesprochen. Das spricht er auch ganz gut. Es gab ein Hörbuch Feuerkind, das habe ich mehr oder weniger abgebrochen, weil mir das irgendwie nicht gefallen hat, wie er das gesprochen hat. Aber vielleicht höre ich es trotzdem irgendwann weiter, weil eigentlich ist es ja auch nicht so ein langes Hörbuch. Es geht irgendwie 54 Stunden. Ich habe übrigens mein Audible-Abo aktuell pausiert, weil ich im Herbst meistens dann nochmal Bücher höre, die ich schon mal gehört habe, wie jetzt Harry Potter oder vielleicht Herr der Ringe nochmal oder den Hobbit, Twilight, irgendwie sowas. Und dadurch, dass ich mir ja vorgenommen habe, im Herbst einige Bücher nochmal zu lesen, dachte ich, kann ich das ja mit den Hörbüchern auch so machen, beziehungsweise dass ich ein Buch nochmal höre, was ich gelesen habe. So rum. Und ich kann sagen, es gefällt mir wieder richtig, richtig gut und im Moment empfinde ich es zu Recht als eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Aber ich habe dann noch über die Hälfte zu hören. Und ja. Dann hatte ich noch beendet The Mountain Is You. Ist auch wieder so ein Selbstfindungsbuch gewesen. Von der Autorin hatte ich schon gehört, 101 Essays, die dein Leben verändern. Da muss ich sagen, das hat mir viel besser gefallen. The Mountain Is You war jetzt auch nicht schlecht. Da geht es um Selbstsabotage und wie man das erkennt und wie man das verhindern kann oder daran zumindest arbeiten kann. Ja, dann war ich noch ein bisschen kreativ gewesen. Und zwar zeige ich euch einmal, was ich im August gewerkelt habe. Sie liegt neben mir. Das hört sich gruselig an, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin manchmal ein sehr impulsiver Mensch. Und wenn ich irgendwo was sehe, sei es jetzt auf Instagram oder TikTok, dann denke ich, cool, das mache ich jetzt. Und dadurch, dass ich ja ein komplettes Bastelzimmer bei mir zu Hause habe, was ich mein eigenes Reich nennen darf, habe ich so gut wie alle Materialien, um direkt die Projekte, die ich auch neu sehe, starten zu können. Was immer sehr cool ist, weil man sich nicht immer extra alles holen muss, aber ich habe das alles über Jahre angesammelt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie ihr vielleicht auch wisst, mag ich ja die Tim Burton-Filme total gerne. Und es gibt den Film Coraline. Und da ist es ja so, dass Coraline gibt es ja auch als Buch von Neil Gaiman, das hat er ja auch zuerst geschrieben, dann wurde das ja verfilmt. Wobei Tim Burton den nicht gemacht haben soll, um mich nochmal zu korrigieren. Und Coraline hat dann eine kleine Puppe, die so aussieht wie sie. Und ich hatte halt auf TikTok auch ganz viele gesehen, die auch so eine Puppe machen. Und dann wollte ich mir auch so eine machen. Und da ist sie. Ja, ich habe versucht, also die hat zumindest so die Haare so wie ich. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich das Gesicht lackiert habe. Deswegen glänzt sie auch so. Und sie hat eine Mütze bekommen, weil der Haaransatz nicht so gut geworden ist, weil man muss da echt, die Haare fand ich einfacher, als ich befürchtet hatte, trotzdem nicht leicht. Man muss halt Haar für Haar wirklich an Reihe für Reihe an den Kopf kleben. Und ja, ich habe die mehr oder weniger frei Schnauze gemacht. Hier ist auch ein Drahtkonstrukt drinne, deswegen kann man die auch so in Form biegen, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und jetzt sitzt die aktuell in einem meiner Bücherregale. Ja, die Kleidung, die sie anhat, die ist auch mehr oder weniger improvisiert. Ich finde es immer unheimlich schwierig, so winzige Klamotten zu nähen. Es ist anders, als wenn man jetzt halt so große näht. Das ist auf jeden Fall einfacher. Da muss man teilweise auch per Hand dann mal ran. Und auch der Körper war nicht so einfach, beziehungsweise hatte ich mir auf Papier eine Form von dem Körper gezeichnet, danach das Drahtgerüst gebogen und dann danach ihr den Körper quasi genäht, musste dann das Drahtgerüst da reinstecken in diesen Körper, ein bisschen mit Watte ausstopfen, zunähen. Der Kopf ist aus Fimo, der ist aber nicht komplett aus Fimo, innen drin ist noch Alufolie, damit das nicht so schwer wird. Und ja, wenn euch das interessiert, wie ich die gemacht habe, ich müsste das auf Instagram in meiner Story gespeichert haben. In der steht nur kreativ oder sowas. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gucken. Meine ganzen Kanäle sind sowieso immer unten verlinkt. Und
Ja, dazu wird es aber kein extra Video geben oder so, weil das ist schon sehr aufwendig. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal mache. Es hat schon Spaß gemacht, weil ich finde, wenn man Puppen macht, das hat immer so ein bisschen so, fühlt man sich wie Frankenstein, der Frankensteins Monster macht oder so, finde ich. Ja, aber ich bin sehr froh oder ich freue mich über das Ergebnis und bin auch recht zufrieden damit. Ich halte sie mal so ein bisschen näher. Ich habe hier den Mund noch so ein bisschen angemalt, als ob das so genäht ist. Knopfaugen hat sie natürlich. Augenbrauen und die Schuhe oder die Stiefel sind auch aus Fimo und die hat hier drunter noch so ein kleines Kleid an über ihrer Strickjacke oder was das ist. Die Mütze ist aus einer Socke. Den Pin hatte ich noch, so ein Hexenbesen. Ja. Jetzt habe ich ein kleines Mini-Me quasi. Hatte ich irgendwie Lust drauf und ja, das ist dann daraus geworden. Jetzt überlege ich gerade, ob ich euch noch irgendwas erzählen wollte. Aber ich glaube, das war es dann auch schon, in Anführungsstrichen. Ihr könnt mir gerne schreiben, welche Bücher ihr gelesen habt, wie euer Lesemonat so war, ob ihr eins von den Büchern kennt, ob ihr vielleicht die eine oder andere Empfehlungen für mich habt, wenn ihr denn noch dran seid. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und dann hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut.